Dann gehen wir an der Stelle direkt über zu unserem nächsten Vortrag. Wieder so ein bisschen quasi zurück zum Thema Attention. Darüber haben wir ja schon in unserem ersten Vortrag etwas gehört. Ja, jetzt habe ich gerade schon gesehen, Michael hat sich schon dazu geschaltet. Wir hören gleich ja etwas zu der Frage, ob Attention auch wirklich die entscheidende Metrik im Programmatic Advertising ist. Ich bin froh, dass du heute hier bist, Michael. Schönen guten Morgen. Ich freue mich auch sehr und ich kann schon alle, die den tollen Vortrag von Svenja gehört haben, beruhigen. Es wird nicht das Gleiche in Grün sein. Also ich kann eigentlich all dem zustimmen, was Svenja präsentiert hat, bloß dass wir noch ein paar andere Ideen reinbringen, ein paar andere Technologien reinbringen, die sich wahrscheinlich auch in Zukunft perfekt ergänzen werden. Also es ist nicht der gleiche Vortrag in Grün. Es lohnt sich weiterhin irgendwie dran zu bleiben. Ich share erstmal meinen Screen, um das Technische auch gleich wieder erledigt zu haben. Ja, das hört sich doch schon mal sehr Könnt interessant ihr mein Screen sehen? an. Nee, noch nicht. Also ich habe meinen Okay. gerade beendet. Okay. Das heißt, notfalls vielleicht einfach nochmal versuchen zu teilen. Jetzt aber. Jetzt sieht es besser aus, oder? Genau, perfekt. Man sieht es im Vollbild, man sieht dich und hört dich ordentlich. Klasse. In dem Sinne, ganz viel Spaß und wir sehen uns dann gleich mit den Fragen wieder. Wunderbar, danke schön. Ja, kurze Vorstellung. Mein Name ist Michael. Ich bin seit unterdessen über 3,5 Jahren bei Sovereign für den deutschen Markt zuständig. Seit Anfang des Jahres habe ich auch Verstärkung durch meine Kollegin Anja, die unsere Bestandskunden im deutschen Raum managt. Und ich muss einmal gucken, wie ich hier, Entschuldigung, die Leiste wegkriege, dass ich alles sehen kann. Genau. Ja, ich komme aus der Mediaplanung ursprünglich. Ich bin seit 2000 im Digital Advertising unterwegs, seit 2010 auch schon im Programmatic Advertising. Bilde mir so ein, dass ich eine Menge Erfahrung unterdessen gemacht habe und sehe, was der Markt so die letzten 4 Jahre gemacht hat. Und habe natürlich auch mit Zaubern so meine Ideen, wohin der Markt geht und was in Zukunft noch alles passieren muss, damit wir weiterhin erfolgreich mit Spaß zusammenarbeiten können. Jetzt habe ich einen. Hier, jetzt habe ich. Entschuldigung. Ja, Sovereign, unser Credo ist, wir helfen Website-Betreibern, ihr Geschäft besser zu bestehen, zu betreiben und auszubauen. Also, wir sind Publisher-Focused, was aber nicht heißt, dass wir nicht auch die Demand-Seite unterstützen, weil letztendlich die Produkte, die wir für Publisher entwickeln, helfen dann auch der Demand-Seite, ihr Business besser zu betreiben. Sovereign ist bekannt geworden als SSP ursprünglich. Wir sind aber unterdessen mehr. Wir entwickeln uns zu einer Plattform, die diverse Produkte für Publisher anbietet, um ihr Geschäft zu betreiben. Das haben wir, wie gesagt, der Advertising-Bereich, klassische SSP-Geschäft mit allen möglichen Anbindungen über Prebid, Google OB, TAM und was es für alles gibt. Wir haben aber auch Companies im Bereich E-Commerce, Affiliate-Marketing aufgekauft, die uns neue Geschäftsfelder ermöglichen und auch neue Daten liefern, die wir auch übergreifend nutzen können. Und wir haben unser Signal-Produkt, das ist das Produkt, das entstammt aus der Firma OnScroll, die sich schon vor 6, 7 Jahren mit dem Thema User Engagement, Viewability, sprich Attention, beschäftigt hat. Also ich denke, wir waren dem Markt viele, viele Jahre voraus und merken jetzt einfach, dass tatsächlich Attention so, dass das Thema der Zeit ist, nicht nur in Deutschland, wir hören das auch in UK, wir hören das auch in US auf den großen Veranstaltungen und sehen da momentan einen großen Aufschwung, was unsere Technologie angeht, weil tatsächlich Viewability alleine nicht die Zukunft des Marktes ist. Ja, ganz kurz zu unseren Kunden. Wir haben weltweit über 60.000 Webseiten live. Wir sehen 25 Milliarden Pageviews am Tag, liefern pro Monat fast 50 Milliarden Ads aus und erreichen über 400 Millionen User jeden Tag. Was sehen wir so im Markt? Der Markt ist nicht wirklich einfach momentan für Publisher und für Advertiser, angefangen von der DSGVO, dem EU-US Privacy Shield, mit Daten, die nicht in der EU lagern. Es ist alles immer im Wandel. Dann kommt Google natürlich dazu, mit Ankündigungen, Third-Party-Cookies einzustellen und dann wieder zu verschieben. Also immer, wenn Google irgendwas announced, sind alle wieder irgendwie aufgeregt im Markt. Und alle müssen sich damit beschäftigen, weil die Abhängigkeit doch noch sehr groß ist. Neuerdings haben wir natürlich noch zusätzliche Probleme mit der Ukraine-Krise, extremst hohe Produktionskosten, Energiepreise auf der Brandseite, was auch zu angespannten Situationen in Werbebudgets führt. Also ich glaube, es gibt für alle Seiten immer viele Herausforderungen, die es einfach notwendig machen, effizienter und besser zu arbeiten mit dem, was aktuell möglich ist, mit den Budgets, die noch gegeben sind. Was kann Publisher tun, um trotzdem sein Einkommen zu sichern und weiter auszubauen? Ist die eine Fragestellung, die wir beantworten wollen. Und was können Advertiser tun, um ihre Budgets noch effizienter einzusetzen? Unser VP of Demand hat hier
täglich viele, viele Gespräche mit der Demand-Seite und hört natürlich über die Demand-Partner ein bisschen die Anforderungen, die am Publisher gestellt wird. Und da hören wir momentan ganz klar, dass Aufmerksamkeitssignale, also Attention, wichtig ist. Ein hohes Maß an Leserbindung, Engagement muss gegeben sein, damit eben aufmerksamkeitsstarke Kampagnen ausgeliefert werden können mit möglichst wenig Impressions. Also effizienter werben, um mit weniger Impressions gute Ergebnisse zu erzielen. Und das hören wir durchgehend im Markt und muntern Publisher eben ihre Inventare so aufzusetzen, dass sie das auch gewährleisten können für die Demand-Seite. Wir haben jetzt, um einmal so den Status quo zum Thema Attention irgendwie zu erfahren, mal ein paar kurze Zoom-Polls eingebaut, weil wir haben heute schon gehört, das große Buzzword momentan ist Attention, aber die Frage ist, ist es nur ein Buzzword oder wird es tatsächlich schon genutzt? Also wir hatten einmal die Frage an jeden, der auf der Supply-Seite arbeitet, ob er bereits Attention nutzt oder nicht. Jetzt kommt gleich mal die Umfrage rein, vielleicht einmal ganz kurz beantworten, dass wir hier einmal eine erste Stimmungslage irgendwie gleich sehen können. Ich bin jetzt unsicher, wie schnell wir jetzt die Antworten sehen. Michelle, vielleicht ein ganz kurzer Hinweis von dir. Haben wir schon die Antworten zusammen, die ich sehen kann? Oder? Ah, okay. Hier, vielen Dank. Ja, das ist fast, was ich ein bisschen befürchtet habe. Es ist ein großes Buzzword, aber es ist alles noch relativ neu und es muss alles noch ein bisschen ausgelotet, ausgetestet werden. Also hier sehen wir auf der Supply-Seite tatsächlich 93% nutzen Attention noch nicht aktiv. Was, wie Stefan vorgesagt hat, nicht eine Herausforderung ist, sondern vielleicht auch ein Potenzial ist, tatsächlich irgendwie sein Business weiter auszubauen. Dann haben wir natürlich das Ganze nochmal auf der Demand-Seite. Und da auch nochmal kurz die Frage, wer benutzt hier in Chancenkampagnenoptimierung die Attention-Metrik oder nicht? Ich vermute fast eine höhere Zahl für Attention als Publisher, aber ich bin gespannt. Leicht höher. Also immer doppelt so hoch. Ist immer noch eine kleine Zahl, aber immerhin 14% Nutzen ist schon. Das stimmt mich doch positiv und das spiegelt auch das wieder, was man in den Medien ja so lesen kann, was die Demand-Seite so verkündet an Projekten. Okay, wunderbar. Vielen Dank für den Input. Das zeigt doch schon mal ganz gut, wo wir stehen und dass wir tatsächlich das Thema extremst aktiv weiter ausbauen müssen. Ja, Viewability alleine reicht nicht. Das haben wir heute von Sven auch schon mal gehört, weil Viewability ist eine technische Metrik. Das garantiert es nicht, dass die Ads gesehen werden. Die IAB-Definition, die ist unterdessen schon viele, viele Jahre alt. Die berücksichtigt nicht den User. Es ist wirklich nur die Opportunity to see, ob der User tatsächlich das Ad gesehen hat oder nicht, ist nicht garantiert. Eine Sekunde, da kann man jetzt diskutieren, für wen das Sinn macht oder nicht. Das wollen wir jetzt nicht grundsätzlich anfechten, ist natürlich trotzdem eine relativ kurze Zeit, um zu sagen, oh, die Werbung wurde gesehen. Also unterm Strich, die Qualität einer Platzierung wird grundsätzlich gemessen, aber eben nicht die Aufmerksamkeit der User. Wenn ich mir den Standard noch kurz anschaue, dann sehe ich hier für eine Marke wie Coca-Cola, da reichen wahrscheinlich auch 30% der Fläche im sichtbaren Bereich. Das ist nicht das Problem. Auf der anderen Seite sehe ich hier aber Speed Cushion. Ich hätte jetzt gedacht, das ist ein schönes, weiches, leichtes Kopfkissen. Gucke ich mir das ganze Ad an, Coca-Cola war klar. Auf der anderen Seite ist es aber ein Laufschuh. Also 50% ist da durchaus kritisch zu sehen bei Produkten, die nicht so bekannt sind, bei Marken, die noch keine große Relevanz im Markt haben, die die User eben noch nicht kennt. Und da ausgehend auf die Anfangsfrage heute auch, bevor wir startet sind, wer kann sich denn erinnern an die Ads, die heute Morgen gesehen hat? Coca-Cola hätte man vielleicht erinnert, die andere Werbung zu 50% mit Sicherheit eher nicht. Ja, generell Viewability, wir lesen auch in diversen Medien und sehen diverse Studien, dass die gerade im Display-Bereich Viewability immer geringer wird. Es ist also, wie Sven erst sagte, es ist ein Hygienefaktor, es ist schon noch eine Grundvoraussetzung, wir können sie nicht abschaffen, aber es kann auf Dauer definitiv nicht alles sein, was wir machen müssen. Hier haben wir die vorbildliche Userin, die liegt tatsächlich unabgelenkt vor ihrem einen Device und sieht sich die Website an. Hier in dem Fall ist tatsächlich eine Aufmerksamkeit garantiert, aber die Realität sieht dann meistens ein bisschen anders aus.
Was ist los im Internet? Es ist viel Ablenkung zu sehen. Jede Minute sehen wir über 3 Millionen Facebook-Posts, über 500 Stunden YouTube-Video, fast 500.000 Twitter-Feeds. Es werden jede Minute 66.000 neue Fotos auf Instagram hochgeladen und Reddit hat jede Minute über 1.000 neue Blogposts. Also die Ablenkung kommt von allen Seiten. Der User ist selten nur mit einem Thema beschäftigt. Ich habe da zum einen die Ablenkung durch mehrere Devices, der Fernseher läuft nebenbei oder ich habe einen Laptop und trotzdem liegt nebenbei das Handy da, um Instagram immer die neuesten Nachrichten zu kriegen. Das Tablet liegt noch in der Nähe. Second Screen ist, glaube ich, bei den meisten von uns fast schon der Standard geworden. Also wenn ich am Sofa sitze, ist neben mir immer ein Telefon, ein Laptop und vor mir steht der Fernseher. Also ich komme manchmal auch auf den Third Screen. Sind nicht immer alle an, aber die Chance Ablenkung ist leider sehr groß. Dann gibt es noch die Offline-Ablenkung. Aber was nützt mir die Opportunity to see, die technische Sichtbarkeit zu Ads, wenn ich aber gerade in der Küche gehe, mir einen Kaffee mache? Dann nützt es niemandem was. Oder gerade Homeoffice, ich bin eigentlich am Arbeiten oder ich bin am Surfen, nebenbei mache ich immer noch das Mittagessen für die Familie. Bei mir klingelt seit Corona gefühlt dreimal am Tag der Amazon-Mann und liefert irgendwas, weil man gar nicht mehr normale Geschäfte geht. Und in meinem Fall ist es noch ein kleiner Rennmops, der regelmäßig vorbeikommt und sagt, hey, spiel mit mir, mach was mit mir. Die Ablenkung ist in der Tat sowohl online als auch offline überall zu sehen. Ich habe noch eine Quizfrage eingebaut. Da wir eben auch die Lösungen präsentieren müssen, gehen wir stark auf den Punkt, die Interaktionen des Users im Browser sind wichtig, um zu sehen, ob er aktiv ist oder nicht. Und hier eine kleine Quizfrage. Was glaubt ihr, wie viele verschiedene Interaktionen im Browser kann man aufzeichnen? Sind es 17, sind es 38 oder 53 verschiedene Interaktionen? Es gibt nichts zu gewinnen. Es geht nur um die Wahrheit. Mal abgestimmt und wir sehen 14% für 17, die Mehrheit für 38 und die richtige Antwort haben 32. Richtig, es sind tatsächlich 53 verschiedene Interaktionen, die man im Browser tatsächlich aufzeichnen kann. Wunderbar, vielen Dank für die kurze Umfrage. Ja, Antwort 53, das ist die korrekte. Wir bei Sovereign tracken 45 dieser Signale. Da kann man sich natürlich fragen, warum nicht alle 53. 8 davon sind sogenannte sekundäre Events, die tatsächlich immer fix verknüpft sind mit einem der 45 Hauptevents. Von da haben wir mit den 45 Events, die wir tracken, tatsächlich alles abgedeckt. Und das ist ein bisschen der Unterschied zu anderen Systematiken, die sagen, wir machen hier mal eine Studie, zum Beispiel mit Eye-Tracking, was wir auch gemacht haben, und treffen daraufhin unsere Aussagen, rechnen es hoch, sondern wir tun tatsächlich in Real-Time die Aktionen der User mittracken, damit wir wirklich immer wissen, was gerade auf der Webseite passiert, ob ein User engaged ist oder nicht. Und wie wir das machen, zeige ich gleich nochmal im Detail. Also aus den 45 verschiedenen Events finden wir immer diverse, die uns eben beweisen, dass der User mit der Webseite engaged ist. Gleichzeitig tracken wir natürlich die Viewability der Ads, weil das User Engagement nützt natürlich nichts, wenn etwas nicht sichtbar ist. Also wie ich sagte, die Viewability wird immer weiter Bestandteil bleiben, so wie Sven erst richtig sagte, so als Hygienemaßnahme ist es schon eine Grundvoraussetzung. Was wir immer machen aus der Viewability und aus den ganzen Engagement-Daten, die wir haben, haben wir vor bereits 6, 7 Jahren die Viewable Engaged haben entwickelt, was letztendlich unsere Definition der Attention ist, die eben über Viewability weit hinausgeht. Wir tracken also die Events. Wir wissen, wann ein User auf seinem Device live ist oder nicht. Wenn ein User allerdings 10 Sekunden nichts macht, ist er uns auch wieder inaktiv. Oder es gibt auch negative Signale, die uns sagen, er ist nicht aktiv, wenn ich, sobald ich den Tab wechsle, sobald ich schon in die Browser-Adresszeile gehe, ist das vorhin schon ein Signal, dass der User nicht mehr engaged ist mit dem Content und unsere Zeit hält quasi an und wir sagen, es ist kein Engagement auf der Seite da. Egal, ob das theoretisch noch viewable ist oder nicht. Was machen wir damit? Im ersten Schritt segmentieren wir das Inventar von unserem Publisher. Und da gehen wir nicht mit einem rein historischen Modell, Ad-Unit, Viewability, Durchschnitt der letzten 30 Tage vor. Wir haben gesagt, das reicht uns nicht aus, weil es kommt auch auf den Device an, auf dem die Ad-Unit läuft. Es kommt auf die volle URL an. Oftmals ist es ja so, dass eine Ad-Unit über verschiedene URLs eingesetzt wird und nicht eine extra Ad-Unit für jede Sub-URL erstellt wird.
die Inhalte bestimmen aber ganz klar das Verhalten der User, sodass wir sagen, wir müssen unterscheiden nach den konkreten Inhalten, sodass wir also neben der Ad-Unit noch das Device und auch die volle URL dazu nehmen, um da Viewability Engagement quasi zu tracken und dann auch eine Prediction zu treffen. Was wir tun ist, bevor ein Ad-Request kommt, eine Prediction zu treffen, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Ad-Unit auf diese URL, auf diesem Device im sichtbaren Bereich liegt und ob das User-Engagement hoch ist oder nicht. Und diese Prediction können wir dann in den Ad-Server, also als Key-Values geben im ersten Schritt und in der Beta-Version auch schon über Prebid ansteuern, sodass ich das eben aktiv nutzen kann, um Kampagnen darauf zu optimieren, um Kampagnen auf User-Engagement und High-Viability zu verkaufen und dementsprechend das Inventar effizient zu nutzen. Ja, und unsere Methodik ist wesentlich granularer als diese typischen historischen letzten 30-Tage-Durchschnittsmodelle. Die höhere Wahrscheinlichkeit von 1,2 zeigt, dass wir wesentlich exakter die Viewability und das User-Engagement voraussagen. Wenn wir das dann bei Kampagnen, die auf getargeteten Inhalten mittracken, im Nachhinein stellen wir fest, dass es auch sehr korrekt ist. 94% der Impressions sind tatsächlich dann auch gemäß anderen Messmethoden im sichtbaren Bereich gewesen. Und das Wichtige ist eben, wir können es eben actionable machen über die Pre-Auction-Voraussagen. Im Ad-Server kann man eben die Kampagnen draufschalten und optimieren. Aber was können wir alles machen mit Signal für Publisher? Wir liefern erstmal die Insights, dass der Publisher verstehen kann, was auf seiner Seite gut funktioniert, was nicht funktioniert. Wir liefern Benchmarks, weil ich kann mich in meinem Markt, in meinem Land oder mit ähnlichen Webseiten vergleichen, um zu sehen, wie sieht Engagement Viewability aus. Ich kann daraus auch, das war eins unserer Kernprodukte, an den Smart Reload steuern, der eben nur dann Ad Reload, wenn tatsächlich das Ad sichtbar war und der User tatsächlich engaged war auf der Seite für einen Zeitraum von 20, 25 oder 27 Sekunden, was immer der Publisher einstellt, um eben nur dann eine neue Impression zu erzeugen, wenn das Ad die faire Chance hatte, gesehen zu werden. Und wenn der User in der Küche ist, wird eben nichts reloaded und ich habe eben keine Ad-Impression verschwendet, was eben auch wieder den großen Einfluss für die Demand-Set hat, das Budget effizienter einzusetzen. Ich sagte, ich kann mein Bestandssegmentar segmentieren, um eben das wertvollste Inventar auch zum besten Preis zu verkaufen. Wir arbeiten an der Methodik, First-Party-Daten anzureichern, mit dem ersten Schritt mit den User-Engagement-Utility-Signalen, im nächsten Schritt aber auch mit weiteren Produkten, die wir im Markt haben, die First-Party-Data anzureichern. Alles natürlich basierend auf Googles großen Announcement, dass Third-Party-Cookies nicht die große Zukunft der Branche sind. Was können wir noch machen? Ich habe gesagt, wir können es actual machen, wir können Deals aufsetzen und konkret das Wertfrost-Inventar verkaufen. Warum ist das alles wichtig? Unsere Untersuchungen zeigen von der Dwell-Time, also der Zeit, die ein User auf der Webseite aufhält, sind nur 16% Engagement. Der Rest der Zeit ist eine Webseite irgendwo offen, die das mit anderen Dingen beschäftigt, aber ist nicht aktiv engaged mit der Webseite. Darum ist es eben wichtig, tatsächlich zu unterscheiden, ob der User auch engaged ist auf der Seite oder ob die Seite nur offen ist, ob alles nur viewable ist. Und wenn wir das vergleichen, Kampagnen, die bereits auf Viewability optimiert sind, im Vergleich zu Kampagnen, die zusätzlich auf Engagement optimiert sind, sehen wir im Schnitt eine Klickrate, die mehr als doppelt so hoch ist. Das unterscheidet sich ein bisschen je nach Device, Mobile ein bisschen weniger, Desktop dafür noch höher. Und das zeigt sich dann eben auch in der Viewtime wieder. Wir haben ja auch eine Studie gemacht mit Lumen und DSP Advocate, die einfach sagt, dass die Engage Time ein sehr, sehr gutes Maß für User Attention ist. Und mit Eye-Tracking bestätigt konnten wir sehen, dass die Attention auf den Ads bei Ads, die wir als engaged geflaggt und viewable geflaggt haben, 2,6-fach höher als im Vergleich zur reinen Viewability. Also das spiegelt sich ja auch schon in der Präsentation von Svenja wieder, dass es einfach großen Unterschied gibt zwischen Viewability und tatsächlich der Aufmerksamkeit auf den Ads. Das hat natürlich auch einen Einfluss auf den TKP. Also hier haben wir einmal festgestellt, dass nach 12 Sekunden von Engaged Time der TKP bereits um 85% im Schnitt steigt. Nach 16 Sekunden sehen wir sogar den doppelten TKP wie im Schnitt des Portfolios. Also das ist natürlich für die Publisher-Seite sehr, sehr wichtig zu verstehen, wo ist der größte Wert beim Inventar. Ja, das bestätigen uns auch Kunden. Quarter Media hat uns erlaubt, hier mal zwei Kampagnenergebnisse zu nehmen. Hier ist eine Kampagne, die eine Zeit lang ohne die Optimierung durch Signal Segments lief. Dann im November wurde Signal Segments Optimierung eingeschaltet, weil die Viewability zu niedrig war. Und die Viewability ist sofort von über 50% auf fast 90% angestiegen.
Die zweite Kampagne sagt Ähnliches aus. Hier wurde sowohl die Viewtime als auch die Viewability gemessen. Und wir sehen, dass in dem Moment, wo durch Sovereign Segments optimiert wurde, sowohl die Viewtime als auch die Viewability sofort stark nach oben angestiegen ist. Was liefern wir alles an unserem UI standardmäßig? Das ist ein UI, was monatlich weiter ausgebaut wird, was ihm wichtig ist, dass der Publisher alle Insights hat und versteht, wie das eigene Inventar funktioniert. Wir zeigen Daten über die Viewability im Vergleich zu anderen Zeiträumen. Die Average Engage Time ist eine wichtige Metrik, aber natürlich auch die Klickrate, weil ich bin kein Fan der Klickrate, aber wir wissen alle, der Markt schaut immer stark auf Klickraten. Die Klickrate hat immer noch einen relativ starken Einfluss auf TKP, auf Budgets, die verteilt werden, sodass wir doch hier auch den Zusammenhang darstellen wollen. Die Benchmarks habe ich kurz angesprochen. Ich kann mich natürlich nicht immer als Silo betrachten. Ich muss wissen, was passiert im Markt, wie werde ich von der Demand im Vergleich zu anderen Markt wahrgenommen. In dem Fall habe ich einfach mal den deutschen Markt genommen. Categories habe ich jetzt erstmal ausgeblendet. Das wird dann sehr detailliert. Da muss man mal gucken, ob ich den Fallzahlen da sind. Aber hier kann ich sehen, wie ist meine Viewability im Vergleich zu anderen Teilnehmern im Markt. Und genau das gleiche auch für die Average Engage Time und die durchschnittliche Klickrate. Ja, wichtig ist, dass wir dieses Signal eben diese auch nutzen können. Das Ganze passiert in Realtime. Es ist eben nicht nur eine Studie, sondern wir dann wirklich unsere Predictions regelmäßig aktualisieren auf Basis dessen, was wir tagtäglich mitmessen über alle User, die auf die entsprechenden Webseiten gehen. Und deswegen können wir eben sowohl über die Key Values als auch im Beta schon über Prebid, sowohl den Attention Score als auch den Viewability Score an die Käufer weitergeben, dass sie darauf targeten können. Noch ein kurzes Kommentar von unserem VP Marketplace. Gerade im Hinblick auf den Verlust der Third-Party-Cookies ist es eben noch wichtiger, dass das Publisher mehr und verlässliche Daten über ihr Inventar, über User zur Verfügung stehen, was den Kontext angeht, aber in unserem Fall eben ganz speziell auch das User-Engagement, sodass wir weiterhin Metriken haben, die uns ermöglichen, den Wert von Inventar festzustellen, auch ohne Third-Party-Cookies, was eben seit vielen Jahren ein bisschen der Standard war. Ja, wie setzt sich das Ganze richtig ein? Was ist unsere Empfehlung? Erstmal sollte ein Publisher analysieren, wo sind die Potenziale, wie groß sind sie skalierbar? Ich kann damit einfach am Anfang Kampagnen zu optimieren. Ich kann Deals aufsetzen für meine Partner, die bereit sind, den Preis zu bezahlen. Ich kann durch den Smart Reload exakt da mehr Inventar schaffen, wo es Sinn macht, wo die Viewability und das User Engagement gegeben ist und nicht Impressions zu erzeugen, die keinen Mehrwert schaffen, wenn jemand im Markt ist. Es gibt Milliarden Impressions, ich muss genau schauen, und wo ist der Mehrwert. Ich kann natürlich auch die Redaktionen geben, wenn ich einmal rausfinde, wo ist das User Engagement am größten, dann ist es eben wichtig, dass die Redaktionen genau solche Inhalte verstärkt produzieren. Wenn sie Inhalte produzieren, die nicht so viel Engagement zeigen, dann macht das natürlich Sinn, da ein bisschen einzusparen. Was haben wir noch auf dem Zettel? Wir arbeiten stark an der Floorpreisoptimierung auf Basis von Viewability Engagement. Das ist ein bisschen verschoben worden, nachdem Google wieder seine neuesten Features rausgebracht hat, um zu sehen, dass es da keine Konflikte gibt. Aber im Beta sind wir da auch schon live, sodass ich automatisiert sagen kann, wenn die Viewability und User Engagement hoch ist, habe ich automatisch einen höheren Floorpreis auf der Impression als bei Inventar, was nicht den gleichen Wert hat. Ja, und da wir eben auch andere Geschäftsbereiche haben, wie zum Beispiel den Commerce-Bereich, arbeiten wir verstärkt dran, generell First-Party-Daten stärker anzureichern mit all den Daten, die wir unsere verschiedenen Plattformen, Produkte und Plattformen über die Publisher erhalten. Die Demand-Seite, ich habe es erwähnt, die Demand-Seite hat ja nicht geschlafen. Diverse Studien von Havast, von Dentsu Aegis, von der OMD sind schon kommuniziert. Ich denke, alle anderen großen Agenturgruppen arbeiten auch dran. Attention ist die Metrik, die wir nutzen müssen. Und jetzt liegt es eben daran, zusammen mit der Demand-Seite die besten Methoden zu finden, auch gezielt die Attention einzubuchen, zu targeten, sodass eben bei wirtschaftlichem Druck die Effizienz der Kampagne noch höher ist. Wir sind großer Fan von Standardisierung. All diese Insellösungen von Google, von den Metas funktionieren gut, sind nicht schlecht, aber wir wollen natürlich auch unabhängige Modelle haben. Darum noch ein Werbeslide für den IAB. Die Seller-Defined Audiences sind einfach ein Produkt, wo wir hoffen, dass alle Seiten auf der Supply- und Demand-Seite sich technisch anschließen werden. Wir waren die erste SSP, die sich weltweit angeschlossen hat. Und wir finden es einfach wichtig, dass wir skalierbare Targeting-Möglichkeiten schaffen, unabhängig von den ganzen Walled Gardens, sodass in Zukunft auch unsere Engagement-Viability-Daten ganz normal auch in der DSP getargetet werden können, sodass es auch unabhängig von Deals in der offenen Auktion im programmatischen Advertising eben die Möglichkeit gibt, diese Targetings zu nutzen.
Und das eben auch unabhängig von allen großen Wortgrenzen. Ja, ich komme schon zum Ende. Wir haben ein ganzes E-Book zum Thema Capturing the, und da hört das halt auf, da muss Attention stehen, ist The Signals. The Signals heißt das, Entschuldigung für den Fehler. Hier kann man sich einmal noch diverse Details und Zahlen zum Thema sorgen. Natürlich sind wir auch auf der Dimexco. Wer also Interesse hat, näher einzusteigen, gerne auf die Dimexco. Wer natürlich jetzt Fragen hat, sehr gerne. Dankeschön. Ja, vielen Dank auch von unserer Seite für deinen Vortrag. Und genau, ich teile einmal ganz kurz meinen Bildschirm. Eine Frage ist zumindest reingekommen, aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Vielleicht kommen kurzfristig noch ein paar weitere rein. So, es wurde eben anonym die Frage gestellt, beziehungsweise genau, hallo Michael, kannst du noch einmal wiederholen, wieso ihr nur 48 und nicht 54 Signale trackt? Genau. Also wir tracken 45 und nicht 53. Und das tun wir so, weil die übrigen 8 sind konkret verknüpft mit jeweils einem der bestehenden 45 Signale. Die liefern also keinen Zusatznutzen. Das sind quasi sekundäre Signale. Okay, also kein Zusatznutzen, deshalb würde es ja genau. Die sind zwangsverknüpft mit den initialen 45 Haupt-Events, die wir tracken können. Okay, super. Ich hoffe, damit ist die Frage dann beantwortet, auch wenn die Zahlen nicht ganz stimmen. Vielleicht war das sogar noch auf irgendwas anderes bezogen, aber das sollte ja kein Problem sein. Ansonsten habe ich jetzt gerade in der F&A-Funktion noch eine Frage gesehen. Dann einmal, vielleicht kannst du ja auch parallel dann der Funktion einmal mitlesen. Die Frage wurde anonym gestellt und lautet, wie viele Publisher müsst ihr ablehnen, weil sie euren Qualitätsanforderungen nicht genügen, oder arbeitet ihr mit dem Publisher daran, die Werte zu pimpen? Genau, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Als ich vor über 3 Jahren bei Sovereign angefangen habe, haben die Publisher tatsächlich gefragt, ja, wo soll ich das denn einsetzen, wo nicht? Und die Antwort ist ganz einfach, das soll ich bitte überall einsetzen, weil das System optimiert sich ja automatisch. Wir tracken ja wirklich jede einzelne Page-View mit und dann sehen ganz genau, wo gibt es User-Engagement, wo gibt es kein User-Engagement. Und im ersten Schritt war das eben für den Reload gedacht, wo wir gesagt haben, aber nur wenn eben auf dieser Seite diese Qualität gegeben ist durch unser Tracking, nur dann wird ja ein Reload initiiert. Darum musste ich da Publisher gar keinen Gedanken machen. Also ist die Antwort tatsächlich, wir lehnen gar keine Publisher ab, sondern unsere Technologie hilft einfach jedem Publisher, die Page-Views und damit auch Ad-Views zu identifizieren, die eben die höhere Qualität haben, um die dann zum besseren Preis zu vermarkten. Sehr gute Frage. Okay, sehr schön. Ja, vielen Dank auch für die Antwort. Ich gucke noch einmal ganz kurz im Chat, sehe aber gerade keine weitere Frage. Von daher, genau, bedanke ich mich nochmal für deinen Vortrag. Falls noch Fragen aufkommen, können wir uns ja auch immer bei dir melden. Ein LinkedIn-Post dazu gibt es später auch noch nach dem Event. Und genau, wir sehen uns hoffentlich bald bei einem der nächsten Events mal wieder. Sehr gerne. Michael, vielen Dank. Danke auch. Ciao.